Ciao, cari amici sportivi und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zur NHL 19, zu der Saison mit den Bozener Füchsen aus Südtirol. Ich hoffe, dass jeder weiß, wo ich das Bozen in Südtirol ist. Na gut, ich lasse jetzt drinnen. Ich fange es nicht nochmal mit an. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und wir reden jetzt nicht lang miteinander. Wir begeben uns aufs Eis. Also, da tue ich mir relativ schwer, mit den Namen auszusprechen. Deswegen lasse ich es die österreichischen Eishockey-Fans, werden die sicher besser hinkriegen, als ich, wenn ich jetzt hier versuche, diesen Namen auszusprechen von unserer gegnerischen Mannschaft. Zinnojomo, oder? Zinnojomo. Orlin Zinnojomo. Ach Gott, das ist da. Das ist heftig, der Name. Dann schauen wir mal. Wir sind jetzt auf Platz 2. Wissen wir noch von der letzten Folge, dass wir auf Platz 2 sind. Wir wollen ja aber auf Platz 1 kommen. Wir wollen ja irgendwann einmal dann Vorrundenmeister sein. Das sage ich gleich schon, bevor das der 10. Spieltag um ist. Oder die Hälfte der Spieltag um ist, was ich vorhabe. Aber das ist mein Ziel. Ich will wenigstens virtuell mit Bozen Ebelmeister werden. What are these two teams gonna bring us? Let's just see. Nomo's got the puck and they get to make the first play. Bozen virtuell Meister werden. Und ich hoffe für die Bozen, dass heuer das zweite Mal in Folge Meister werden. Jo! 26, die Nummer 26, gleich zum Anfang. Ja, Grüße gehen raus an Fation, mein Bro, der was in der Fangruppe von den Bozener Füchsen ist. Der besorgt mir eine Mütze und einen Puck von den Bozener Füchsen für meine Sammlung. Die werden wir wahrscheinlich dann nur ein Trikot holen von Bozen. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, ob es das Heimtrikot wird oder das Auswärtstrikot. Dadurch, dass es ja bei Bozen ja ohne Namen das gibt. Muss ich mal schauen, welches das immer dann holt für die zwei. Ja, für die, die was jetzt ich glaube, beim DL-Video habe ich das gesagt, was ich vorhabe. Ich möchte also ein Zuckerzimmer machen. Ich habe von meinen alten VW-Bussen einen Motorblock. Da möchte ich einen Tisch draus machen. Die Kolben anschneiden, zwei Kolben nach unten, zwei Kolben nach oben. So dass es halt ausschaut, als wäre es ein richtiger. Dass das, wenn du einen richtigen Motor reinschauen darfst. Tischplatten Plexiglas, indirekt beleuchtet und alles dicht machen und dann lassen wir ein bisschen mit durchsichtigen Schleich möchte ich gerne Wasser durchlaufen lassen. Irgendeiner coolen Farbe, indirekt beleuchtet und so. Der Wassertank sieht halt eine Jack Daniels Flasche, oder zwei Jack Daniels Flaschen, je nachdem wie viel Wasser das ich brauche. Das war jetzt dann so mein Plan für 2019. Zuckersessel oder sondern mehr irgendwie richtig geil dann Fernsehschauen kannst, wo es richtig lässig hinter sitzt. Good pass up that left wing and he's got it. To the point it comes.
just walking the tightrope. Dann können wir uns Zeit lassen. Feeds the point. Ah, Offsides. Ich bin auch nicht gut dran. Ja, die Bozer Füchse kommen, steigen jetzt wieder ein in die Abonnentenliga dann in der zweiten Saison. Also in der zweiten, ja, in der zweiten Saison. Also steigen jetzt wieder dann ein in die Abonnentenliga. Heuer, das habe ich dazu, du. Dadurch, dass er die Most One Warriors ausgeschmissen hat. Zwei Teams muss ich nur bestimmen. Vielleicht habt ihr selbst also eine Idee. Ich da der sagen, so irgendwie kein NHL-Team und auch kein DEL-Team oder kein EBL-Team, sondern ich da eher sagen, eher mehr so aus Skandinavien, aus Norwegen, Schweden, so arme Norwegen und arme Schweden eine Mannschaft. Na, selbst hat also hätte einer da vorhin, der was ein bisschen besser auskennt. Jo, Tor in der Nummer 11. Optimal, liegen wir 2-0 vorn. Darf man gerade kein Gegentor kassieren. Ja, vielleicht hat er einer vorhin einen Vorschlag für ein norwegisches und für ein schwedisches Team für mich in die Abo-Liga aufzunehmen. Wo du es sagst, wow. Das ist jetzt der schwedische Meister oder der norwegische Meister. Nimm den auf. Das ist mir heute super in Arbeiten gekommen. So also die Idee gekommen. Gestern ist mir auch so drüber nachgedacht. Das war so eine coole Sache, dass wir so ein bisschen die Ligen mischen, weil ein AHL-Team haben wir inne, DEL-Team haben wir inne. Es gibt ja so Auf- und Abstiege bei mir. Das ist jedes Jahr, da kommt ein Team weg. Jedes Jahr kommt ein Team weg und ein Team kommt dazu. Oh, das war knapp. Ich kann für mich selber, hat er dir jetzt mit den Most Wanted Warriors also Saison spielen. Und da kann er dir sagen, wo es dann ungefähr umgehen. Das war doch einmal etwas für einen Livestream. Ich mache eine Party mit 8 Leuten. Und dann gehe ich live und dann spiele ich mit den Most Wanted Warriors oder ich spiele mit Oregon. That face-off is won. Let's it go. Nomos working ahead from mid-ice at the boards. He's got that pass. Aber Lorspiel macht er. Mir macht ein Lorspiel. Good solid defensive play with the stick. From the right side to the middle, right on his tape. Na, wenn also definitiv, sobald das der erste Schnee fällt. Naja, mal mit Steep. Live geht. What a ripper! Great glove save. Das ist das Steep, das ist das Snowboard, Skifahren, Wingsuit, Paragliden. Nomos got possession in the defensive zone. Picks it up back there. Nearing the final minute of play. Clark's wonderful block. Last minute of play. Cut that pass in his own end. Im Moment macht man, also ich hoffe, dass es an meine NHL-Projekte Spaß habt. Ich hab Spaß. Vor allem macht mir momentan am meisten Spaß. Macht mir der Franchise-Mode.
wo ich mit meiner eigenen Mannschaft, also mit meiner selbst zusammengestellten Mannschaft spiele. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das ist momentan das Projekt, was mir am meisten Spaß macht. Weil da kann ich auch besser kommentieren, weil die meisten Spieler, also die Spieler, was da drin sind, vor allem in den ersten zwei Reihen, das ist halt mein eigener Charakter und halt Freunde von mir. Drei YouTuber habe ich drin, also falls das noch nicht reingeschaut habt, geht es unter die Listen Franchise-Mode, NHL oder AHL. Also bei der NHL, da lebst du mit meinem Kommentieren. Sag mal, was ist denn? Das sprechen wir halt auf der Eiweißsparer. Weil da kenne ich halt die Leute und da versuche ich halt noch zu besitzen. Und wenn halt irgendwer die Nummer 2 haben möchte von meinen Abonnenten, der muss gerade fleißig kommentieren. Wird der Raffi, dann hat er einen Platz in der Mannschaft. Also dann baue ich meinen Charakter, müssen wir dann zusammensitzen oder wenn er eben ein Plus hat, machen wir mal eine Party, dann stelle ich ihn zusammen. Mein Raffi habe ich ihm halt kein Foto schicken können, weil vom Raffi habe ich keine Kontaktdaten außer die Kommentarfunktion bei YouTube. Deswegen habe ich ihm kein Foto schicken können. So wie ich jetzt einmal beim Dobi und beim Vadora gemacht habe. Und beim Bloody. Ich habe nämlich die drei YouTuber gefragt, ob ich das da darf. Gerne ihren Charakter zu verwenden und gerne ihren YouTube-Namen zu verwenden. Also, mein Bloody halt nicht. Jeder weiß, wer der Alexander Blattmann ist, der wo so ein Bloody selber kennt. Aber wo ist er heute auch wieder live noch ein Sparter? Also, ja, das ist jetzt eine richtige gute Information, weil ich sehe es erst auf, ist ja Freitag, wo ist die Sechze? Aber Dienstag, Donnerstag ist der Bloody auf Twitch online. Und ich glaube, irgendwas hat er gesagt, am Sonntag ist er auch online. Und ja, geht's mal bei deiner 3 auf dem Kanal. Der Tobi, der macht LS-Projekte. Oder das Farmers Dynasty gemacht, Hausflipper, aber überwiegend macht er LS-Projekte. Cool, dann haben wir eine Drittelpause nachschauen. Badora macht auch verschiedene Games, zwar ein bisschen ältere Games, aber so wie Bioshock oder ist glaube ich Samstag so wie live mit dem letzten Teil vom Assassinen. Macht das ganz gut. Geht auch immer ganz gut auf den Chat ein. Beide gehen, also alle drei gehen gut auf den Chat ein. Also, das ist super. Sollte einer überhaupt keine Ahnung haben vom Eishockey oder von dem NHL 19, aber sie irgendwie so, ja, war schon irgendwie cool, aber ich kenne mich mit den Regeln nicht so aus. Der Bloody hat so Eishockey-Schule mit Bloody, der wie heißt auf seinem Kanal. Da erklärt er sich ganz gut, wenn jetzt da wer neu einsteigt, wie er da am besten zum Anfangen hat. Oder wenn es da Pierre Pro-Karriere spielt, was gut ist zu machen. Könnt ihr mal eins von seinen neuen Videos zuschauen? Hat's einem einen Kommentar rein mit der Sportsfreund. Schauen, was passiert. Ich hab damit kein Problem, dass ich für die drei Jungs eine Werbung mache. Die sind zwar viel größer als wie ich. Der Bloody und der Tobi sind richtig groß. Der Badora ist auch groß. Also größer als wie ich. Ich hab kein Problem damit, dass ich für die drei Jungs eine Werbung auch mache. Weil man muss im Leben auch etwas wie beim Modern da ohne was zu verlangen. Ich mache ja mittlerweile
richtig gern und ich habe richtig Bock für Inc. Videos zu machen. Und wenn nur einer die NHL-Videos schauen darf oder meine UFC-Videos schauen darf, dann darf ich es trotzdem machen. Weil genau der eine, der freut sich, wenn er Benachrichtigung kriegt und dann steht oben, oh, der HP hat wieder ein Video gemacht. Genau der eine freut sich. Und dann ist mein Tag schon wieder schöner, wenn ich jemanden eine Freude machen habe können, dass er noch beim Spiel zuschauen kann. Weil ihr müsst selber so denken. Respekt, respektieren. Das habe ich in 20 Jahren Kampfsport gelernt. Beschäftigt mich jetzt mit, seit 20 Jahren mit Kampfsport. Ich habe im Boxen angefangen mit 18. Also ich bin asiatisch, ist da mein bester Bro. Damit angefangen, der hat mich damals mitgenommen, jetzt fällt mir gerade nicht auf den Namen hin. Nice face-off work. Ist halt eher mehr so auf Selbstverteidigung gewesen. Und dann bin ich zum Kickboxen gekommen, auch durch meinen besten Bro. Aber in die Trainingslager, was mein Trainer gemacht hat, MMA-Training gemacht. Ich habe Bücher da von Bruce Lee. Ich schaue mal Sachen, wo es motivierend sind. Aber man kann von jedem was lernen im Leben. Das ist das Gute. Aber ich weiß, das ist Kampfsport, passt nicht dazu zum Eishockey, aber ich wollte es gerade mal so erwähnt haben. Ich weiß, ich rede ziemlich viel über und ich rede ja mal auch vielleicht um Blödsinn, aber das bin halt ich. Das bin halt ich. Man muss mit mir leben. Für mich ist auch wichtig, mein Leitspruch muss ich aber sagen. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Weil es ist im Prinzip, für mich dreht sich meine Welt weiter. Ob jetzt einmal heuer Bozen Ebelmeister wird oder nicht, ich verdiene nicht weniger und ich verdiene nicht mehr deswegen. Meine Welt dreht sich eigentlich weiter. Das ist das Gleiche, was wir mitbekommen. Ob man heuer zum vierten Mal Master werden oder nicht. War super, wenn man Master werden. Also war mein neuer Rekord in der DL. Aber wenn wir es nicht werden, dreht sich mein Bild auch weiter. Aber ich bin jetzt auch kein anderen Fan. Best deswegen. Im Gegenteil, so wie es ist jetzt zwar sind jetzt zwar, ich gucke von der DL rein. Es ist jetzt so wie bei Bremerhaven, die haben eine super, super Fanbase. Die haben eine richtig gute Fanbase. Zu mir hat mir einer gesagt, ist es einer von den Bremerhaven selber gewesen oder ist es einer von uns in den Rotkurven bei Red Bull gewesen? Der hat gesagt, Bremerhaven ist schon in der zweiten Liga mit zwei oder drei Bussen zu den Auswärtsspielen gefahren. Ja, das ist geil, die unterstützen ihre Mannschaft. Sowas finde ich richtig. Und die haben dann, dort jeder einzelne Bremerhavener hat dann von mir dann den vollen Respekt. Und sie sehen da richtig coole Leute, die Bremerhavener, also von denen jetzt mal ganz angesehen, aber die wissen, wie es unterstützen geht. Goalies have to make a half a dozen great stops in a win. This is one on a beautiful move, but there is nowhere for the puck to go. Just a hair over 5 minutes gone. Two goals have been scored, both by one team. Ich habe auch gegen keinen Fan was, gegen den, was wir jetzt verlieren. Also, bitte. Also. Der Fan ist dort, dass er umfeiert, aber er steht nicht auf dem Eis. Also. Ich nehme den von der Stimmung, dass die Straubinger gemacht haben. Also, das ist super gewesen. Der Mann, was mit mir zum Auto gegangen ist, der hat fast keine Stimme mehr gehabt, wie er mit mir geredet hat. So hat der seine Mannschaft umgefeuert, obwohl das verloren haben. Genauso wie
am Sonntag, wenn wir gegen Ingolstadt gespielt haben und verloren haben. Gegen kein Ingolstädter war es. Die bessere Mannschaft ging, sie waren konzentrierter, die Ingolstädter, und haben Hunger. Wenn du nicht konzentriert bist, verdienst du, kriegst du auch keinen Sieg. Ganz einfach ist das. Das hat nichts damit zu tun. Red Bull oder nicht Red Bull. Das ist gut, weil es könnte zum Beispiel jetzt hat Jack Daniels hergehen. Jack Daniels ist eine große Firma, ist ein Riesenkonzern. Und wenn Jack Daniels sagt, du, wir kaufen einen Mataschitz München an und sponsern jetzt München, dass die an die Jack Daniels München sind, der ERC Jack Daniels München sind, dann prüft nämlich Jack Daniels genauso viel Geld rein. In München und schaut, dass die guten Spieler gehen. Oder Coca-Cola. Sagen wir mal, Coca-Cola dort. Oder Jack Daniels dort Straubingen abkaufen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Jack Daniels dort jetzt sagen, okay, die Straubinger Ice Tigers, die taugen uns. Die sind voll cool, die Leute. Wir sponsern dir. Weil ja, was meinst du, was dann abgeht? Dann wird Straubing in die nächsten 2-3 Jahre also einen richtigen Höhenflug haben, weil dann ist Pulver da. Und wenn Pulver da ist, werden Spieler austauscht. Gegen ein bisschen bessere Spieler. Ich möchte nicht sagen, dass Straubing schlechte Spieler hat. Aber wenn wir jetzt so bei den Spielern, die haben ja eine Gesamtpunktzahl. Mache ich bei meiner Mannschaft auch. Wenn ich einen 77er gegen einen 82er Spieler in gesamter Wertung austauschen kann, dann mache ich es. Wenn ich im Franchise-Mode die Chance habe. Ja, warum? Weil ich das Pulver habe. Und wenn ich das Pulver habe, hole ich mir einen guten Spieler. Ganz einfach. Ich war auch nicht beleidigt gewesen, wenn letztes Jahr Salzburg gegen Bozen gewonnen hätte. War ich auch nicht beleidigt gewesen. Aber wenn Bozen jetzt, sagen wir mal, gegen Wien vor einem Jahr ausgeschieden ist, oder in der letzten Saison, also in der vorletzten Saison ausgeschieden ist, habe ich die Wiener auch nicht deswegen mehr kostet. Das ist halt einmal Sport. Also deswegen gefällt mir der Leitspruch, was Bremer Hofmann aufgebracht hat, in den Farben getrennt, in der Sache weint. Also das ist ein richtig guter Spruch. Ich weiß, ich rede mich wahrscheinlich wieder um Kopf und Kragen. Ich möchte gar nicht jammern, ich würde das gerade einmal so ein bisschen meine Worten erklären. Auch wenn es vielleicht ein bisschen verwirrend ist. Aber das ist halt, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, das ist halt das, weil ich halt im Kampfsport gelernt habe, was Respekt heißt. Und das versuche ich halt irgendwie, glaube ich, mit in das Eishockey-Fan und miteinander umgehen, mit reinzubringen. Mein Bruder ist das beste Beispiel. Genau. Der hat mit Eishockey überhaupt nichts zu tun. Der wollte einen Spieler haben. Also wie ich ihm das Projekt verzögert habe mit dem Franchise-Mode, dann hat er gesagt, ja, okay, ich möchte einen Spieler haben. Ich will richtig hohen Kampfeinsatz haben. Ich will ein Scharfschütze sein. Und dann habe ich ihm den so zusammengestellt, wie er ihn haben möchte. Hat man das alles gesagt, wie er so haben möchte, die Nummer und so. Mein Bruder ruft mich an nach jedem Spieltag und wir haben die Jungs gespielt. Dann sage ich ihm, gucken wir, oder verloren. Dann sagt er, warum? Dann sage ich ihm, okay.
A half minute to go. Faces up to the point. Gott, er kann nicht mir her und so. Got it all. Die Arschlöcher. Gotta hurry, 20 to go. Gegen unsere Jungs. Hunger. Carries it on in from center. Net open. Jawohl, Tor. Nein, nein. Ich bin kein Fan, weder in der Ebel nur in der DEL ein Problem. Also, ich wollte jetzt gerade mal so klar stehen. Ich hab zwar mehrere Bullkappe um und wenn einer hergeht und sagt, na du Bullenschwein, dann lach ich ihm ins Gesicht. Das berührt mich gar nicht. Mit mir kann jeder Fan reden. Ich hab damit kein Problem, solange dass man so. Wenn mir einer anschreibt und sagt, jetzt spiel du, ich würde gern bei Englisch München nochmal in der Notkurve stehen, hier schaut es aus, ich hätte eine Karten, und dann sage ich, okay, passt, du stößt dich zu mir dazu, also, weil dann greift dich keiner an, weil für das werde ich dann persönlich sagen. Siehst du, ist ein bisschen geratscht haben wir, und dann ist mir gar nicht einmal so bewusst geworden, wie lange das die Drittel sind. Aber gewungen, taugt mir. So ends another game and another telecast. We hope you enjoyed this. Thanks for watching. Bozen gewinnt auswärts. Mit das ist schön, taugt mir. Aber ich sag's da dazu. Nächstes Jahr bei NHL 20 spiele ich mit den aktuellen Meister. Egal wer in der Ebel Meister wird, NHL 20 spiele mit den Meister noch hat. Und sollte ich das nicht machen, dann darfst du mich zum Scheißen. Und das darfst du mir dann auch nicht in die Fressen hauen. Ja, wir haben alle drei einen Spieler. Fangquote 92. Nein. Ah, okay, das ist der Torwart von der gegnerischen Mannschaft. Spielstatistik, Trainer Feedback. Ja, Trainer. Ich spiele Trainer Feedback. So. Strafminuten habe ich gar keine gehabt. Hey, siehst du es, wenn ich mit ihm rede? Dann läuft das. Zack, zack. Wenn ich mit meinen Sportsfreunden rede. Schauen wir mal an. Gegen wem, dass wir aus Naxen so treten müssen. Das sind die Bulldogs aus Dornbirn, gell? Ich habe da irgendwie. Mann, jetzt spiel, bist du dumm. Du hast ja da deinen Schwindelzettel. Ich hab mir das also ein bisschen ausgedruckt. Ich möchte ja lernen von meinen Ebel-Sportsfreunde. Ja, die Bulldogs aus Dornbirn sind das. Um aus Naxens kämpfend. Na gut, Freunde, in diesem Sinne. Ja, gut. HP Service an deine Sportsfreunde. Zeig einer den Topstalker. Hat sich nicht geändert. Ist der gleiche geblieben. Der Matti ist unser Sportsfreund Nummer 1 bei die Bozner gewesen. Ah, unser Topstalker. unser erster Platz, der Topstalker bei die Bozner Füchsen gewesen. Ach, HP, du musst aufhören, Red Bull trinken. Tut's nix. Schauen wir uns die Tabelle auch noch mal an. Das ist seht's. Wir liegen mit unseren Bozner Füchsen direkt hinter Linz. Wir haben 20 zu 24 Punkte. Oh, sie haben jetzt sogar eine Niederlage. 8 Siege, eine Niederlage haben die Linzer hinnehmen müssen. Schau, wo sind denn die Innsbrucker? Wo sind denn meine Innsbrucker? Wo sind denn meine Tiroler Burschen aus Innsbruck? Ah, auf Platz 6. Und wo ist meine Repul-Familie? Auf Platz 10. Okay. Weißen Schlusslicht. Die Wiener Capitals. Muss man jetzt dazu was sagen? Einer muss Schlusslicht sein. Tut mir leid, liebe Wiener. Aber ich hab's ja nur ein paar Tage Zeit, dass sie gerade wieder kämpft. Spaß. Stichelein müssen ein bisschen sein.
Na gut, meine Sportsfreunde. Dann hoffe ich, ich habe ein bisschen Spaß gehabt, mir zuzuschauen. Es nimmt es nicht alles zu ernst, was ich sage, weil es seid meine Sportsfreunde. Jeder, der was zuschaut, ob er Abonnent ist oder nicht, mit mir kann man über Sport ganz normal reden. Auch wenn ich zum Beispiel, wie bei Fußball, mich hinten und vorne nicht auskenne und Fußball überhaupt nicht mag, aber trotzdem kann man mit mir auch über Fußball reden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann das erste Video schaust, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Und vergesst bitte nicht meinen Leitspruch. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität im Stadion ist gut. Aber vor und nach jedem Spiel sind wir doch alles wahre Sportsfreunde und wir können doch über alles reden. Bleibt mir gewogen. Euer HB, bis zum nächsten Mal gegen die Bulldogs. Servus!